Hallo zusammen, es geht heute wieder um den neuen Katalog und zwar um die Seite 5. Ihr könnt den Katalog downloaden oder bei uns bekommen. Ich mache jetzt jeden Tag eine Seite von diesem Katalog und da stehen ja nicht nur Produkte drin, sondern andere Informationen und hier auf der Seite 5 steht der Titel Funktionsprinzip des Kompressorkühlsystems. Die letzten zwei Tage hatte ich das Peltier und das Absorberkühlsystem. Es gibt 5 verschiedene Kühlsysteme und eines davon ist das Kompressorkühlsystem. Das ist, ich sag mal, das meist verbreitete Kühlsystem. Das findet man vom kleinen Kühlschrank bis zur großen industriellen Kühlanlage. Ist im Prinzip überall dasselbe. Wir haben eigentlich 4 Komponenten im Kühlsystem. Das eine ist der Kompressor, der sitzt hier in dieser schwarzen Kapsel. Der verdichtet das Kältemittel. Wir machen mal eine kurze Zeichnung. Ich habe den Kompressor. So. Und der verdichtet das Kältemittel hier in dieser Leitung raus. Es geht dann in einen Wärmetauscher. Jetzt hier mit Lamellen, ist einfach gezeichnet, hat auch kleiner Ventilator oben drin, der Ventilator sitzt zum Beispiel hier, aber das muss nicht unbedingt einen Ventilator haben. Ihr kennt vielleicht Kühlschränke, die haben hinten an der Rückwand so ein Gitter oder eine Tiefkühltruhe, die ist außen drum, wird die warm, wenn man sie einschaltet und da sitzt der Wärmetauscher in dieser Wand drin. Und dann gehen wir von hier über ein Drosselorgan. Hier haben wir jetzt zum Beispiel hier so ein Kapillarrohr. Das ist ein Drosselorgan. Das ist einfach eine dünne Leitung. Hier ist jetzt zum Beispiel 3 Meter lang und 0,6 mm Durchmesser. Das gibt aber, je länger die Leitung ist, desto mehr drosselt es und je dünner das Rohr ist, desto mehr drosselt es. Und die muss abgestimmt sein auf die Temperatur, die erreicht werden soll und auf die Leistung bzw. auf das Fördervolumen vom Kompressor und natürlich auch auf die verschiedenen Kältemittel. Und dann gehen wir von hier, hier haben wir das pauschal, so eine Platte, wie die hier, da gehen wir dann hier irgendwie so durch und gehen wieder auf den Kompressor. Das ist das ganz einfache Kühlsystem, wirklich einfach, nichts Spezielles. In der gewerblichen Kälte, da hat man dann statt solch einem dünnen Kapillarrohr, hat man ein Einspritzventil. Das heißt, gehen wir zurück mit dem Einspritzventil, dann kommt dann hier das Kältemittel rein und hier spritzt es raus. Und das Teil hier, das ist ein thermostatisches Expansionsventil, den mache ich am Ausgang vom Kühlelement. Und sobald das Kühlelement am Ausgang kalt wird, einfach beschrieben, macht das Ventil hier zu und lässt nur noch so viel durch, dass das Kühlelement dann optimal ausgenutzt wird. Ist natürlich so, ein Kühlschrank oder eine Kühlbox oder sonst was, so ein Kapillarrohr, das kostet ein paar Cent oder Rappen. Und bei so einem Expansionsventil, das hängt natürlich stückmäßig ab, das ist wesentlich ums Zigfache teurer. Und wenn ich dann einen Kühlschrank, sagen wir mal an, so mit Düse und Einbau und Verschraubung kostet das Ding 50 Franken in der Herstellung, in Verbau, dann lohnt sich das nicht für ein einfaches Kühlgerät. Dann auch bei diesen Kühlern hier, wenn ich natürlich einen Kühlraum habe oder ein Kühlbuffet, also eine Kühltheke, dann habe ich auch wieder Lamellen, wie hier zum Beispiel, mit einem Ventilator,
die Luft weggeblasen wird, dass ich kompakter bauen kann, ist auch wieder eine Frage. Brauche ich einen Ventilator, der kostet wieder Geld? Je nachdem, wie das Kühlsystem aufgebaut sein sollte, das Kühlsystem. Es gibt noch die Möglichkeit, mit einem Kompressor zwei Kühlstellen zu bedienen. Da brauche ich Ventile zum Umschalten und so weiter. Das Kompressorsystem gegenüber den anderen zwei Systemen, die ich gestern und vorgestern vorgestellt habe, also Playlist gucken oder Videos und zurück, hat das Kompressorsystem einen sehr guten Wirkungsgrad. Wir reden von einer Kältezahl von 1. Das heißt, wenn ich hier 1 Kilowatt elektrische Energie reinstecke, dann kommt 1 Kilowatt Kälteleistung raus. Das mal dann die Stunden, habe ich 1 Kilowattstunde und dann kommt 1 Kilowattstunde Kälteleistung raus. Und jetzt ist ja das große Thema, wir müssen eine Wärmepumpe bauen. Dann kommt 1 Kilowatt Strom rein oder Kilowattstunde, 1 Kilowattstunde Wärmeleistung von der Umwelt und geben dann hier am Wärmetauscher die Wärme ab und das sind dann 2. Weil 1 und 1 gibt 2. Jetzt bei der Wärmepumpe wird da verzählt von Kältezahl von 4. Also wir in der Kälte sind immer noch bei 1, aber wir arbeiten auch andere Temperaturen. Wenn ich hier das Kälteniveau habe von, ich sag mal, minus 20 Grad hier auf dieser Platte, minus 25 Grad, weil ich noch ein Tiefkühlfach bedienen muss, minus 20 Grad und ich habe eine Außentemperatur von 30 Grad, also ich will dann hoch auf 40 Grad mit der Wärmetauschertemperatur, dann muss ich 60 Grad überbrücken. Bei der Wärmepumpe ist das anders, da rechne ich mit plus 10 Grad Außentemperatur, einen großflächigen Wärmetauscher, dann arbeite ich auf plus 5 Grad Kältemitteltemperatur und fahre dann vielleicht hoch Niedertemperatur auf 45 Grad. Das heißt, ich muss dann nur 40 Grad überwinden und durch das habe ich dann einen sehr guten Wirkungsgrad. Die einen reden heute von Faktor 4, das heißt ein Teil rein, 1 Kilowattstunde, 4 Kilowattstunden von hier, gibt dann 5 Kilowattstunden Wärmeleistung auf der Wärmeseite. Hier wird dann ein Wasserkühler montiert, das heißt, es wird das Heizungswasser geheizt. Aber im Prinzip ist eine Wärmepumpe das gleiche wie ein Kühlschrank. Von der Funktion her genau dasselbe, wir haben einfach andere Kältemittel, wir haben andere Drücke, wir haben andere Abtauverfahren und so weiter. Aber das Prinzip bleibt sich gleich. Ihr habt das vielleicht schon mitgekriegt, wenn ihr mich verfolgt auf dem Kanal. Ich habe eines der größten Sammlungen von 12 Volt Kompressoren. Ich habe noch niemanden gefunden, der es größer hat. Sogar Danfoss hat bei mir, oder heute Seckop, hat bei mir Kompressoren gekriegt, um ihre Sammlung vervollständigen. Da mache ich euch sicher einen Link am Schluss vom Video. Und wenn ihr mit ein Abo hier lässt, dann bleibt ihr dran, dann kommen wir auf die Reise vom R134a, das ist da erst auf Seite 53. Da erkläre ich euch, wie die Reise eines Moleküls durchs Kühlsystem funktioniert. Und wenn ihr nicht geduldig seid, könnt ihr euch den Katalog runterladen, der ist unten im Videobeschrieb reingepackt. Dann könnt ihr euch das selber anschauen, durchlesen. Vielleicht erzähle ich noch ein bisschen mehr zu dieser Reise vom Kältemittel. Hier verlinke ich euch eben der Schritt in mein kleines Museum mit den vielen Kompressoren. Hier das Abo hier lassen und dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis morgen. Dann geht es weiter mit der Seite 6 um eine Kompressorkühlbox. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.